Seid gegrüßt zu einer neuen Aufnahme von The Cave. Wir sind mal wieder in der Pyramide. Und, nun versuchen die das natürlich zu machen. Da wir die kennen, versuchen wir es mal so schnell wie möglich zu machen. Postkarte haben wir gerade eben genommen, das ist auch wichtig und gut. Und, ich glaube als erstes war es, dass wir hier runter mussten. Nicht da lang, aber hier lang, glaube ich. Diese elendige Leiter, an der erinnere ich mich noch. Da bin ich das erste Mal, zweimal dran gestorben. So, hier hinten ist nichts. Und hier gab es den Ankh. Many believe the Ankh is an ancient Egyptian symbol of life. Some archaeologists would kill to find an example in such pristine condition. Oh, not the adventurer, let me assure you. She reserves such extreme measures for a worthier prize. So, weiter geht's nach oben. Und hier nochmal hoch. Mal einmachen. Gut. Somit haben wir die Falle für die anderen zwei geöffnet. Die Schaufel, nö, die brauchen wir glaube ich nicht mehr. Falsch. Wir müssen natürlich hier runter und nicht wieder da hoch. Ich habe gerade einfach noch geschaut, ob es jetzt noch was gibt. Zum, für die Dings, für die Geschichte, aber da hinten ist nichts mehr drin. So, gefangen. Dann geht's mal weiter. Hoppala. So, hier brauchen wir die Schlange und den Löwen. Und den Löwen. Und hier braucht man den Schakal. Der war glaube ich, ja, genau hier. Und du gehst runter. Hier braucht man den Vogel. Wobei ich da immer noch nicht genau weiß, was das jetzt bringt, wenn ich das hier... wenn ich das mache, weil die Pfeile kommen immer noch raus. Ja, irgendeinen Sinn wird schon haben, ich weiß bloß nicht welchen. Ach, ich glaube die ganz hinten. Nee, doch nicht. Egal. Hier brauchen wir auf jeden Fall die Schlange. Okay. Das ist ziemlich eindeutig. Ah. Zu weit gesprungen. Entschuldigung. Hier brauchen wir den Löwen. Those spikes definitely weren't there a moment ago. It seems the adventurer's companions have gotten themselves into a tight spot. Fortunately, they have all these pressure plates to jump on. You know, when you're stuck in an ancient curse-ridden death trap, it usually helps to jump on everything you can. Also screaming. Screaming helps. In diesem Fall glaube ich nicht. Jetzt braucht man Vogel und Schakal. The situation becomes ever more perilous for our two entombed friends. Those spikes are getting awfully close. Do you think the adventurer knows? Actually, I think the real question is, does she care? In case you're wondering, that was a rhetorical question. Oops. Die Fähigkeit kann man anscheinend nicht einsetzen, wenn man springt. Gut zu wissen. Auch mal noch die Schlange dazu. Ah, the lost sarcophagus of the Pharaoh Taharqa. Ooh, great misfortune is said to fall on those who disturb his slumber. You know, locusts, boils, peanut allergies, that sort of thing. Der Erdnussbutterallergie finde ich immer noch am besten. So. Mal da draufstellen.
fahren natürlich mit. Deswegen mal schauen, bevor wir hier weitermachen. Dann brauchen wir jetzt einen Schakal. See, it's true what they say. No good deed goes unpunished. The adventurer's partners have helped her reach the treasure she desires most. But all they'll have to show for it is an upcoming case of craniopuncture. In other words, a spike to the head. This might be too gruesome for even me to watch. So, gibt's da unten noch? Ja, genau. Aber ist nicht. Ist jetzt nicht auf Archäologie? Komisch, das hatten wir doch eigentlich auch schon. Naja, auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Ich hoffe nicht, dass es ein Bug ist. Löwe. Ach Mist. Ganz knapp nicht geschafft. So ein Schrott. Da war ich eigentlich relativ beeilt. Dachte ich. Ich hoffe, dass es nicht ein Bug ist, wollte ich sagen, dass da auf einmal die Archäologin nur noch kommt. Und die anderen irgendwie, vergessen werden oder so. Also, dass statt Archäologin, anstatt Wissenschaftler oder Mönch, die anderen kommen. But the rest of her escape may not be so clean. Splendid! You've liberated the sarcophagus from its ancient vestibule. Give me a moment to disable these blasted spikes. An Englishman would never add this many spikes. It's unseemly. Obacht! Ja, ich habe ihn gewarnt. No doubt that was entirely accidental. Und das war's auch. Alas, now the adventurer herself is trapped. And without the sarcophagus, her former collaborator, or her current lucky companions, I fear the situation is hopeless. I wasn't planning on wrapping up her tale so soon. But I may have little choice in the matter. So. Das zweite ist Löwe und Vogel und Kampf. Löwe und Vogel. Und das dritte war Löwe und Schakal. So, sehr schön. Jetzt erstmal raus mit euch. Aus dieser tödlichen Falle. Und natürlich schmeiße ich auch noch sofort die Postkarte weg. Ah, die nehmen wir gleich wieder mit. So. Ich muss sagen, ich habe mich beim ersten Mal doch gar nicht so dumm angestellt. Nur die Hälfte der Zeit hat es gekostet. Also ich war die Hälfte der Zeit schneller als als in der ersten Folge. Ist doch gar nicht mal so schlecht. So our band of three pulled together. I couldn't devise a better team building exercise myself. There was a bit of collateral damage at the end, but let's call it a win.
So. Nochmal das, aber das hatten wir ja eigentlich auch schon. Aber vielleicht bekommen wir einen anderen Dinger dann, von den anderen mehr. Na, wie dem auch sei. Es geht weiter in der Höhle. Und hier geht's doch zum Haus der Zwillinge. Allerdings kriegen wir diese Türöffner nicht geöffnet. Oh, Moment. Jetzt soll die Archäologin wieder die Briefmarke mitnehmen. So. Wir kriegen es nicht geöffnet, weil wir nur diese drei Hebel betätigen können. Und das war's dann. Das heißt wohl, wir müssen weitergehen. Und Knochen gibt es ja auch keinen mehr. Das waren die Zwillinge. Da kommen wir auch nicht weiter. Okay. Dann geht's wohl weiter runter. Ups. So, dieses Tor ist auch zu. Ah, genau, hier war der Ausgang. Hier sind wir dann vom Haus der Zwillinge weitergekommen. Und zwar... Ah, the zoo. Observe nature's wondrous and terrible beauty, safely imprisoned behind unbreakable steel bars. Wen opfern wir denn jetzt als erstes? Sie wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich erinnere mich, glaube ich, drin, dass wir dann später da hacken konnten. Da, wo sie dann ist. Dum de dum de dum de dum. You aren't getting away this time, beast. So, wir sind wieder im Zoo. This place is a nightmare. I hate zoos. No, I never like zoos. Never. Ich weiß, da müssen wir eh nochmal lang, aber ich wollte erstmal jetzt halt das Ding hier holen. Der Mönch. Mangelnde Konzentration. Ist anscheinend auch ein sehr vorbildlicher Mönch. Es tut mir leid, dass wir schon wieder einen Teil haben, wo wir eigentlich schon kennen. Weil das Teil kennt man ja wirklich schon. Das heißt, wir hatten bis jetzt wirklich nur noch Teile, die wir alle schon gekannt haben. Bis auf die Geschichten natürlich. Aber der Mönch und die Wissenschaftlerin kommen dann auch noch. Wahrscheinlich dann relativ am Schluss. Beast Hunter Podcast, Day 541. The Crystal Cave Monster escaped again. She's still hungry, so I'm camped out near her favorite food. When I hear her shriek and roar, the hunt is on. Oh, blast. This worthless gizmo is out of batteries. Hey, who are you? Don't touch those hot dogs. Okay, zum Hotdog-Automat kommen wir nicht. Dann kommen wir aber später hin. Beziehungsweise, den können wir eigentlich erstmal hier oben lassen. So, wir brauchen ja erst Batterien, die gab es glaube ich woanders. Aber nix. Dann geht's weiter runter. Nochmal Archäologin. Komisch, dass die alle wieder da sind. So, hier drüben war glaube ich da das Monster. Oh look, she's safe after all. Surely there are no limits to the charity and altruism this pair can bring to the world now that they've been reunited. Up. Okay, hier drüben, um da hochzukommen, braucht man die Archäologin. Eigentlich, dann heißt das, wir hätten... Upsa. Kommt nicht. Doch, geh doch.
Ah ja, genau, ich erinnere mich. Und das war, um das Monster zum Brüllen zu bringen. Das bleibt aber erstmal hier. Dann kommen wir halt mit der Archäologin. Und gehen weiter. Dup, 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 dup. So, gleich sind wir da. Auch mal auf die Seite rüber. So, in die Futterkammer. Klettern da hoch und öffnen das Teil hinten. Bin ich echt mal gespannt, was passiert, wenn die Archäologin nicht dabei ist, wie das dann hier funktioniert. Gibt's hier noch ein Dings zum Anschauen? Oh, da ging es auch nochmal weiter. Auf jeden Fall haben wir hier was. Wissenschaftlerin. Top Preis der Wissenschaft. Ich würde sagen, der geht's eigentlich gar nicht mal so schlecht. Im Gegensatz zu vielen anderen von unseren Charakteren hier. Ah, these three. I had high hopes when they first arrived. But you'd be surprised how useless a clown can be in a high-pressure life-and-death situation. Was mir jetzt nicht gefällt. Pro Tip, that battery probably needs a charge. Its owner hasn't had much chance to maintain it recently. So, den nehmen wir mal mit. Den lassen wir jetzt mal hier liegen. Dass es ein anderer mitnehmen kann. Gehen hier nochmal rüber und holen nochmal die Postkarte und betätigen dann den Hebel. Bist du Postkarte? Da bist du. Die ist nämlich wichtig, dass wir die dabei haben. So. Jetzt sollst du dir die Batterie mitnehmen. So. Gehackt und da haben wir nochmal einen Teil für den Mönch. Mangelnde Grazie. Er wird immer größer und immer größer, aber... Nun ja. Viel gelernt hat er anscheinend nicht. So, wie dem auch sei. Wir laden jetzt erst einmal die Batterie auf. Das mit der Wissenschaftlerin, das heißt, das passt doch eigentlich ganz gut. So, ins Wasser mit dir. Gut, die Batterie ist geladen. Well, it looks like that battery is all charged up now. Dann machen wir sie rein und nehmen auf für ein neues Archivment. Nehmen wir hier einfach mal die Musik auf. Muss ich dann eine bestimmte Zeit aufnehmen? Normalerweise, so wie ich das eigentlich nachgelesen habe, müsste das Archivment dadurch freigeschaltet sein. Wenn nicht, muss ich nochmal nachschauen. Aber nichtsdestotrotz, dann hören wir heute auf jeden Fall für heute mal wieder auf. Dann geht dazu... machen wir den fertig. Dann haben wir eigentlich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, nur noch für die Wissenschaftlerin, für den Mönch und die Insel eigentlich übrig. Das war's dann eigentlich. Das heißt, wir kommen bald zu neuen Gefilden. Und bis dahin wünsche ich euch was. Das
wird dann in einer der nächsten Folgen sein. Und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und auch wenn wir jetzt mal wiederholt haben im Großen und Ganzen. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also dann, bis dann.